Wir sind immer noch von Session Music bei Yamaha am Stand und jetzt geht's um die A-Drums und da stehe ich hier mit dem Wolfgang. Danke, dass du Zeit für uns hast und was hast du uns denn hier Schönes zum Präsentieren? Wir haben hier das Hexrack 2. Das Hexrack haben wir auf den Markt gebracht vor einigen Jahren, offensichtlich die Hexrack 1 Version, die wir vor einem Jahr ungefähr eingestellt haben. Wir haben jetzt den Nachfolger, das Hexrack 2, ist zu 100% kompatibel zu dem alten. Das heißt, wenn ihr einen Kunden habt, der die erste Version hat, egal ob Stangen, gebogene Stangen, gerade Stangen, Muffen, Klemmen, es ist alles kompatibel zur ersten Version. Der ganz große Unterschied zu der ersten ist, dass es jetzt ein Yamaha eigenes Produkt ist. Wir haben es vorher quasi in Lizenz gebaut. Es ist jetzt ein eigenes, das war ein bisschen patentrechtlich nicht ganz einfach. Der entscheidende Unterschied ist, es ist jetzt aus Aluminium. Also es ist nicht nur leichter, sondern auch, was für eure Kunden auch ganz interessant sein wird, es ist auch eine ganze Ecke günstiger als die erste Version. Und das Hexrack kann man natürlich sowohl für A- als auch eigentlich E-Drums nehmen, nehme ich mal an. Oder wollt ihr das schon so ein bisschen abtrennen, nur für die A-Drums? Ne, wir haben es zum Beispiel bei der 950er-Serie von den E-Drums, haben wir es ja auch bei den E-Drums mit dabei. Es ist in meinen Augen, es ist ein sehr, sehr vernünftiges Rack, weil es ist einfach nicht rund, sondern du hast schon den Halt, den du sonst nur, um die Kollegen mal zu nennen, bei dem Pearl Rack hast, wo es viereckig ist. Durch die Sechseckigkeit, es ist so eine Kombination aus beiden irgendwie, aber es ist einfach auch keine runde Stange. Das heißt, ja, es sitzt schon alles bombenfest hier und du hast enorme Flexibilität. Ich hoffe, es ist uns auch gelungen, das hier ein bisschen zu zeigen in dem Aufbau. Eigentlich wirklich the sky is the limit hier. Also was deine Fantasie hergibt, das kannst du auch bauen mit dem Teil. Ja, es erinnert mich so ein bisschen auch an das Rack, was ich gerade bei Korn gesehen habe. Das ist auch wichtig, ein Custom Rack hat jetzt nichts mit Yamaha zu tun, aber da sieht man auch, was möglich ist und darum geht es auch eigentlich. Nur wir sehen hier auch, wir haben eine Art Hybrid-Set aufgebaut. Das heißt, wir haben die E-Drum-Pads mit dabei von Yamaha, wir haben da oben das DTX-Pad noch, das 12er und hier oben auch noch eine schöne Gong-Drum, wenn man es so will. Und man sieht hier ein Oak Custom. Was haben wir denn da für eine Farbe? Nennt sich Black Sparkle Sunburst. Oak Custom und auch das Finish ist in dem Sinne nichts Neues. Das heißt, bei diesem Setup ging es mir wirklich darum zu zeigen, was ist eigentlich alles möglich mit dem Hexrack. Und deswegen habe ich auch hier bewusst eine Serie genommen, die wir schon einige Zeit auf dem Markt haben.